Moin Moin, hier ist mal der ganze Place, wo ich grüße euch. Es geht weiter auf, hier, auf die Map Garden des Kaukasus. Und da sehen wir heute eine Kieskuhle, weil der Sand und Kies zum Beton weggebracht werden muss. Und da ich ja die Mods runtergeladen habe, die man dazu braucht, oder die ich ja gestern gefunden habe, da ist hier der LKW, das ist egal, was für einen man vorspannt. Da habe ich den Phoenix vorgespannt. Und ich habe auch hier den Kipper von, also den Trailer von Topaz. Von der Topaz ausgesprochen. Gut, der lädt nicht in der Kieskuhle nicht automatisch, das ging bei LS15 aber auch nicht. Aber er fährt hoch, wenn er im Kiesberg ist. Dann fährt er hoch und tut entweder Kies oder Sand, also diesen Trailer automatisch abladen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, was haben wir sonst? Ja, da hier, das ist eben eine Geschichte, die ganz langsam also richtig in Gange kommt. Aber wenn man irgendwas kaufen will, irgendwie ein Werk, da muss man eben bestimmte Dingspunkte zusammenkriegen, also mindestens 45. Und ich habe jetzt glaube ich erst 2, also gar nicht heißt das, da ich das Beton auch noch gar nicht kaufen kann. Aber ich muss mal gucken, ob ich da jetzt mir irgendwie auch mal bald irgendwie Felder kaufe, da ich mal hier die Ölproduktion auch in Gange kriege. Naja, jetzt wollen wir uns einfach mit Kieswerk beschäftigen. Wir wollen uns auch von draußen mal angucken, wie das. Also ist wirklich ganz, ich bin immer noch begeistert. Da war ich bei LS15 schon, das bin ich hier bei LS17 genauso. Also das ist ganz toll gemacht. Und auch wie das funktioniert, also toll animiert, der große Riesenbagger. Schaufelradbagger, wie er heißt. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich sage Moin Moin, euer Bert Flensburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.